Dann kam erstmal das Gerücht, der Präsident kommt nach Berlin und es verdichtete sich allmählich. Und wie wird es laufen? Da kamen mir die Kontakte mit dem amerikanischen auch Stadtkommandanten, mit dem amerikanischen Auswärtigen Amt und mit unserem Auswärtigen Amt. Das war eine Ebene, mit der ich nichts zu tun hatte. Da wurde immer nur berichtet. Eigentlich nur darum, wo macht er überall Halt, wo redet er und durch welche Straßen fährt er. Das bekam ich auch immer, diese Information, weil mir gesagt wurde, und Sie müssen dann im Begleittross sein nach der Ankunft des Präsidenten, um gegebenenfalls auch im engen Kontakt zu den amerikanischen Sicherheitsbeamten und Ähnlichem doch agieren zu können. Das spielte sich dann unter anderem so ab, dass ich zweimal, einmal nur mit dem damaligen Polizeipräsidenten allein, das war Herr Duensing, und einmal mit, hier ist eine Fliege, einmal mit einem großen Tross, ich schätze so 15 bis 20 Wagen, die Strecke abgefahren sind, die Kennedy fahren sollte. Da sind wir morgens um, glaube um 5 oder um 6 ab Tegel losgefahren, Rautherschöneberg, Freie Universität und so weiter und so weiter, und haben die Zeiten abgestoppt. Denn es kam ja darauf an, dass Zeiten eingehalten werden, denn er hatte auch seinen bestimmten Abflugtermin gehabt. Das waren so die Vorbereitungen. Und ja, dann kam der Tag der Ankunft.